kann euch sagen, es gibt Wege, die geht man einfach gerne und dieser gehört definitiv dazu. Also wenn ihr hier mal in der Gegend seid, unbedingt die Ötscher Gräben besuchen. Ein Naturwunder der besonderen Art, wirklich. Nicht nur für Landschaftsfotografen. Einzigartig. Unglaublich eigentlich. Und auch hier gilt wieder, man muss auch die Schönheiten in seiner näheren oder mittleren Wohnumgebung erkunden und besuchen. Ich bin hier von mir zu Hause circa 1,5 Stunden mit dem Auto gefahren und befinde mich in einer absolut anderen Welt. Traumhaft. Wie ihr hier sehen könnt, öffnet sich das Tal jetzt etwas. Man sieht sehr weit, wo der Weg hinführt. Verspricht auf jeden Fall weiterhin Spannung, Spaß und gute Laune. So, ich muss jetzt hier abschalten, denn manchmal soll ich auch schauen, wohin ich trete. Ja, recht schnell komme ich hier nicht vorwärts, denn immer wieder kommen mir Stellen unter, wo ich mir denke, hier muss ich einfach die Kamera auspacken und ein Bild machen. Ich habe jetzt hier die Kamera hier vor diesem umgestürzten alten Baum positioniert und habe das 20 mm jetzt raufgegeben, da ich hier etwas mehr Weitwinkel haben will. Dazu habe ich noch den Polfilter gegeben und habe auch einen ND3 Filter drauf und schätze, dass ich auf eine Belichtungszeit von ungefähr bei Blende 8 habe ich jetzt eingestellt, ISO 100. Ich werde jetzt mal eine Belichtung mit 2 Minuten machen und dann sehen, ob das halbwegs passt. Prinzipiell ist der Plan der, dass ich hier so diese kleinen Kaskaden natürlich in der Langzeitbelichtung weich ins Bild bringe, das heißt das Wasser weich zeichne durch die Langzeitbelichtung und den großen alten ehrwürdigen Baum als Führungslinie in das Bild nutze. Mal sehen, ob es funktioniert. Eigentlich kann hier nicht viel schief gehen. Ich habe noch meinen Handauslöser, meinen fairen Handauslöser dazugegeben, weil natürlich die Kamera jetzt nicht berührt werden darf. Der Fokus ist eingestellt und was ich jetzt noch mache, ist am Objektiv den Autofokus auszuschalten, damit nicht das Objektiv im Live-View-Modus dann vielleicht von selber scharf stellt. Also, ich hoffe, die Bilder werden gut. Ich blende sie euch auf jeden Fall ein. Wenn ihr das seht, was ich hier gerade euch erzähle, dann bin ich mit den Bildern zufrieden, denn sonst würde ich es euch nicht zeigen im Video. So, während hier jetzt die Belichtung läuft, möchte ich euch kurz zeigen, wie es hier in etwa aussieht. Ihr seht eben hier diese kleinen Stromschnellen, die hier über die Steine runter strömen. Und hier geht der Fluss aufwärts. Sehr schöne Steine mitten im Wasser würden sich wahrscheinlich als Vordergrund eignen. Habe ich allerdings das Problem, dass ich nicht ganz dort auf die Position komme, wie ich es gerne hätte. Da wären natürlich jetzt Gummistiefel sehr, sehr vom Vorteil. Ja, und hier geht's runter. Da oben ist der Weg. Von da bin ich gekommen. Und da werde ich dann weitergehen.
gut. Ich hoffe, dass die Komposition funktioniert. Ich werde euch die Bilder einblenden und ja, dann geht's weiter. Ich versuche euch hier die Eindrücke dieser wunderschönen Ötschergräben irgendwie ein bisschen rüberzubringen. Ich hoffe, dass das auch halbwegs klappt. Jetzt komme ich auch noch in eine Richtung, wo die Sonne dazu scheint. Und wenn ihr das jetzt hinter mir seht, da geht der Weg hin. Und mal ehrlich, auf so einen Weg kann man sich nur freuen. Hinter mir streift jetzt die Sonne über den Berg. Ja, mal sehen, wie das noch wird. Also bis jetzt war es keine Sekunde langweilig. Da kommt wieder ein schöner Wasserfall, ein kleiner von der Seite herein. Absolut wundervoll. Seht euch das an. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen auch Meter machen, denn so wie es mir momentan geht, würde ich am liebsten alle 300 Meter irgendwo runterklettern und neue Bilder machen, und das ist natürlich schon einzigartig. Aber hier nehme ich jetzt einfach mal als Entschuldigung, dass ich da nicht runterkomme. An dieser Stelle auch ein kleiner Tipp von mir. Genießt nicht nur das Fotografieren und den Blick durch die Linse. Nehmt euch auch Zeit, dass ihr die Momente so genießt, wo ihr die Kamera nicht aufgebaut habt. Denn von diesen Eindrücken kann man ewig oder sehr lange zehren. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn man Locations besucht, die nicht allzu weit von zu Hause weg sind, ja, dann lernt man sie immer besser kennen, und beim nächsten Mal weiß man schon gleich, wo man seine Kamera positionieren kann, wenn man es öfter besucht. Alles in Reichweite, alles entspannt und wunderschön. So, jetzt geht es wieder in den Schatten. Ihr seht, ich habe mittlerweile meine Weste ausgezogen. Es wird heute doch noch einmal richtig schön und warm, aber hier im Tal ist es noch absolut angenehm. Oh, seht euch das an. Juhu! Und dann wieder einfach aus dem Wald zu einem Wasserfall.
So, wir gehen aber jetzt nicht diesen Weg weiter, wir müssen darüber Richtung Mitterbach. 1,75 Stunden. Na dann, hätte ich mal gesagt, steigen wir in die Pedale. Und da unten von dieser Brücke sind wir jetzt gekommen. Hier über diese Raststation herauf. Und jetzt geht es weiter nach Mitterbach. Wahnsinnig schön. So, wir haben jetzt den spektakulären Teil der Hütschergräben verlassen, wenn man Richtung Mitterbach geht. Wir sind jetzt hier auf einer Forststraße unterwegs. Natürlich nicht mehr so spektakulär, es wäre bei der Abzweigung natürlich noch wesentlich weiter gegangen in den Berg hinein, in das Massiv hinein. Allerdings habe ich heute nicht so viel Zeit. Und gerade mit dem Fotografieren verliert man natürlich immer sehr viel Zeit. Das heißt, diese Ötschergräben oder das Gebiet muss man fast auf zweimal, dreimal, vielleicht vier oder fünfmal machen, um das Ganze auch fotografisch entsprechend respektvoll abzuarbeiten. Denn das ist keine Gegend, die man mal eben an einem Vormittag abfotografiert. Entschuldigt, ich schwitze noch nach wie vor sehr stark. Atem ist wieder zurück. Ja, und bin jetzt hier in einem lichten Waldstück. Ihr seht das hier hinter mir. Dass diese Stille nicht absolut schön. Ich habe jetzt unten ein Schild gelesen, dass es hier auch zu einem Bahnhof Erlaufklause geht. Kann sein, dass der, also der wäre zumindest von der Zeit her wesentlich näher angeschrieben gewesen als Mitterbach. Und mal sehen, vielleicht steige ich dort schon wieder in den Zug ein, denn wenn der restliche Weg nicht mehr so viele Highlights zu bieten hat, dann bin ich gerne bereit, auch den kürzeren Weg zu nehmen und schneller wieder zu Hause zu sein. Heute wird noch einer der letzten wirklich heißen Badetage in diesem Jahr. Wir haben Ende August. Zu Hause steht der Pool noch und den kann ich natürlich, wenn ich früher zu Hause bin, am Nachmittag noch mit meinen Kindern genießen, die ja noch Ferien haben. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, den längeren Weg nach Mitterbach zu nehmen. Wollte mir einfach diesen Erlaufsee, den Stausee hier mitten in der Landschaft, noch ansehen und ich muss sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Seht euch mal diese Aussicht an. Da ist die Staumauer. Im Hintergrund die Felsen, hinter der Staumauer natürlich das Tal. Wundervoll. Ich habe noch circa 40 Minuten Weg vor mir oder eine Dreiviertelstunde bis nach Mitterbach. Dort werde ich dann sehen, wann der Zug zurückfährt nach Wienerbruck. Ja, und dann geht's wieder ab nach Hause. Das Ende naht, 10 Minuten bis zum Bahnhof. Ich bin jetzt hier aus dem Wald gekommen, hier dürfte wieder so eine Raststation sein. Ja, hier ist auch schon die Straße. Also ich bin wieder in der Zivilisation angekommen, Bahnhof 10 Minuten. Und dann werde ich mir noch die Mariazellerbahn ansehen.
habe jetzt genau den Zug erwischt. 2 Minuten bevor er abgefahren ist, bin ich eingestiegen, fahre jetzt mit dem Zug der Maria Zellerbahn wieder zurück nach Wienerbruck und genieße die Aussicht. Mal sehen, wie die Zugstrecke so ist. Unter mir schon der Erlaufsee wieder zu sehen. Ich lasse euch jetzt einfach dann die Aussicht genießen. Wieder zurück am Ausgangspunkt. Jetzt geht's zurück zum Auto, dann muss ich mir noch die nächste Tankstelle suchen, denn ich bin schon ziemlich am Ende gewesen mit dem Sprit, als ich angekommen bin. Hinter mir seht ihr noch die Maria Zellerbahn. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Ötschergräben haben euch gefallen. Vielleicht habt ihr selber mal Gelegenheit, hierher zu kommen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, also ein Gefällt mir. Und wenn ihr in Zukunft noch mehr sehen wollt, wäre es mir eine Ehre, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also wir sehen uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.